Vor einigen Jahren besuchte mich eine Frau in meiner Praxis in Hongkong und hatte ein ganz besonderes Anliegen. Sie kam wegen eines Kinderwunsches. Normalerweise ist der Gesichtleser vielleicht nicht gerade der optimale Gesprächspartner, wenn es um dieses Thema geht, doch auch das Gesicht verrät einiges über dieses Thema. Die Frau war eine Geschäftsführerin. Sie hatte mehrere hundert Mitarbeiter und sie wusste mit ihrem Leben ganz gut umzugehen. Sie managte nicht nur ihr Leben, sie managte die Firma, viele Verwandte, Bekannte und natürlich auch ihren Mann. Mit ihm war sie seit einigen Jahren verheiratet. Ihr sehnlichster Wunsch war nun, ein Kind zu haben, ein Kind zu bekommen. Doch mit der Schwangerschaft, da klappte es nicht so ganz. Und genau deshalb war sie bei mir. Sie wollte wissen, wie kann es sein? Warum werde ich nicht schwanger? Ich habe alles im Griff in meinem Leben. Ich bin kerngesund, ich habe das überprüfen lassen. Ich bin gesund, ich habe Fitness jeden Tag um mich herum. Ich esse nur gesunde Dinge. Das müsste doch eigentlich klappen. Auch mein Mann war beim Arzt. Alles okay mit ihm. Woran hängt's? Mir fiel auf, dass sich in ihrem Gesicht einige Merkmale zeigten, die wir im Gesichtlesen gerne als kriegerisch-kämpferisch bezeichnen würden. Zum Beispiel stark ausgeprägte Kieferknochen. Diese stark ausgeprägten Kiefer, manchmal durch Knochen, manchmal durch Muskeln, sind oft ein Indiz für ein hohes Potenzial an Testosteron. Testosteron ist ein männliches Hormon, es ist aber auch ein Hormon, das zeigt, ich bin in Aktion, ich greife an, ich bin proaktiv. Diese Kiefer waren bei der Dame sehr stark ausgeprägt. Nicht verwunderlich, jeden Morgen zwischen 5 und 6 stand sie auf und rannte als allererstes zum Fitnessstudio. Dort verbrachte sie eine Stunde, um danach direkt zum Job zu gehen. Ich habe auch nach ihrer Ernährung gefragt und die war auch nicht sehr verwunderlich, denn sie legte viel Wert auf ein wenig Salat, aber viel Fleisch. Steaks war ihre Hauptmahlzeit. Sie vermied Kohlenhydrate, denn sie wollte schlank sein. Und so zeigte sich ihr Äußeres als durchtrainiert, die Amerikaner würden sagen Lean Body, jemand, der bereit ist, die Extrameile zu gehen. Diese Frau hatte im Antlitz, also im Gesicht, ein sogenanntes Königsgesicht. Königsgesichter wollen führen und nicht geführt werden. Königsgesichter sind gut zu kleinen, was bei einem Kinderwunsch sicherlich nicht schlecht ist. Und Königsgesichter sind auch Menschen, die etwas in die Welt setzen wollen. Ein Monument, etwas, was sie repräsentiert. Und dafür sind sie bereit zu kämpfen. Vielleicht war hier auch schon der Ansatz zu sehen. Sie wollte um dieses Kind kämpfen. Doch die Mittel, die sie dafür verwandt, waren möglicherweise gar nicht die Mittel, die eine Frau verwenden würde, wenn sie schwanger werden möchte. Ich fragte nach, was können Sie mir denn zu Ihrem Mann sagen? Und sie sagte, nicht so viel, hier ist ein Foto von ihm. Und sie zeigte mir ein Foto von ihm und auf dem Foto war ein Mann mit einem kreisrunden Gesicht zu sehen, das man im Gesichtlesen als Mondgesicht bezeichnet. Mondgesichter sind Genussmenschen, das sind Menschen, die sich gerne unterhalten. Und ich fragte sie, der ist aber nicht Geschäftsführer, oder? Und sie sagte, nein, das ist ein Klavierspieler, ich setze ihn jeden Abend um 21 Uhr im Hotel ab, wo er die Gäste unterhält und ich hole ihn auch um 1 Uhr wieder ab, denn ich will sicher gehen, dass er rechtzeitig nach Hause kommt. Ich habe ein bisschen raushören können, dass sie vielleicht eifersüchtig wäre, wenn er da zu lange flirten würde oder vielleicht verloren geht, weil er genusssüchtig ist an der Bar und da wollte sie doch sicherstellen, dass er auf jeden Fall zu Hause ist. Am Gesicht des Mannes konnte man erkennen, viele Wölbungen um den Wangenbereich, dass er sehr stark den Kohlenhydraten und den Süßigkeiten zusprach. Das sind Eigenschaften, die man jetzt nicht immer einem Mann zuordnen würde, gerade in diesem Fall, wo wir den Kinderwunsch ausleben möchten, eher hinderlich zu sehen sind. Wir haben es also mit einer Frau zu tun, die ihren Mann steht, wenn man das so sagen darf. Sie kämpft. Sie hat einen hohen Ausstoß an Testosteron. Sie ernährt sich sehr kriegerisch. Sie hat alles im Griff in ihrem Leben. Und sie hat einen Partner, der sehr weich ist, der sehr feinfühlig ist, der kreativ ist. Irgendwo waren hier die Rollen vertauscht. Der Lebensstil, den beide führten, waren in der Rolle nicht den, den wir erwarten dürfen. Das führt noch lange nicht dazu, dass die Frau nicht schwanger wird, aber es kann ein sehr großer Hinderungsgrund sein. Mein Tipp an die Frau war deshalb sehr einfach. Tauschen Sie doch mal die Rollen. Und sie sagte, um Gottes Willen, ich kann meinen Mann nicht zum Geschäftsführer meiner Firma machen. Da sage ich, um Gott, das müssen Sie auch nicht. Aber geben Sie doch mal Ihrem Mann das Gefühl, dass er der Mann ist. Und wie soll ich das tun? Ich glaube, Sie brauchen ohnehin mal Abstand
von dem Leben, das sie gerade führen. Wie wäre es, sie gehen mal 3 Wochen zusammen auf eine einsame Insel? 3 Wochen. 4 Tage hätte ich Zeit dafür. Nein, Sie werden nicht schwanger, wenn Sie mal gerade kurz 4 Tage Zeit dafür haben. Nehmen Sie sich Zeit, in Ihre weibliche Rolle wiederzugehen. Geben Sie Ihrem Mann die Möglichkeit, in eine männliche Rolle zu gehen. Vielleicht überlassen Sie ihm die Wahl des Urlaubsortes. Sie sagte, das kann ewig dauern. Ich sagte, das wissen Sie nicht. Geben Sie ihm die Chance. Geben Sie ihm das Gefühl, er ist der Mann. Lassen Sie Ihren Mann mal einfach nur Mann sein. Und geben Sie sich die Chance, mal einfach nur wieder Frau zu sein. Nehmen Sie sich zurück von allen Entscheidungen. Gehen Sie in Ihre Weichheit, in Ihre Weiblichkeit. In Ihrer Beziehung müssen Sie kein Geschäftsführer sein. Das Schöne ist, die Dinge können sich ändern. Und so war es auch bei meiner starken Geschäftsführerin mit dem weichen Herzen. Nach einem Jahr etwa bekam ich eine E-Mail. Sie ist schwanger, die Familie freut sich auf das kommende Kind, auf das neue Leben. Und sie wollten mir noch nicht verraten, ob Junge oder Mädchen. Mehr Geschichten findest du in meinem neuen Buch Ich lese dich. Den Link dazu habe ich unter dem Video angehängt.